Hi Leute, ich bin Mailand, willkommen zurück auf meinem Kanal und willkommen zurück schon wieder zum Adventskalender. Das letzte Jahr bzw. 23 ging vorbei wie im Flug. Weihnachten bzw. Silvester war doch irgendwie auch erst dann letzten Monat oder so, oder? Krass, wie schnell dieses Jahr verging. Und jetzt sitzen wir wieder hier und ich freue mich drauf. Herzlich willkommen im Dezember. Ich hoffe, ihr könnt irgendwie runterkommen in der Vorweihnachtszeit. Könnt ihr es als besinnliche Zeit wahrnehmen. Sich irgendwie mal wieder Zeit nehmen für Familie, für Freunde. Für sich selber auch ganz wichtig. Bei mir ist es alles andere als gerade besinnlich und entspannt. In jeder Hinsicht, da ist gerade richtig viel los. Und deswegen versuche ich zumindest für euch so entspannt und besinnlich wie möglich zu machen, indem ich euch wieder einen Adventskalender biete. Um gleich mal hier die Erwartungshaltung entsprechend zu klären, bitte erwartet nicht 24 Videos, also jetzt jeden Tag ein neues, das schätze ich ganz realistisch ein, das werde ich nicht schaffen. Deswegen freut euch, wenn ihr jedes zweite Türchen öffnen könnt, sozusagen jeden zweiten Tag hier oder auf dem Zweitkanal Content bekommt. Da wäre ich zufrieden, wenn ich mit 12 Videos jetzt euch hier diese Adventszeit bis Weihnachten begleiten könnte. Bevor wir uns hier gleich die neuen 3D-Stile anschauen, um die es in diesem Video geht, noch kurze Ankündigung in eigener Sache. Am Sonntag, das ist übermorgen, den 3.12., wird mein neuer Merchandise launchen. Da steckt eine Menge Arbeit drin, dieses ganze Projekt hat mich jetzt über das letzte halbe Jahr begleitet und am Sonntag wird es dazu einen begleitenden Stream geben und ich würde mich freuen, wenn ihr mit dabei sein werdet. Sonntagnachmittag wird es losgehen und um 19 Uhr wird der Shop dann öffnen. In diesem Video heute geht es um die neuen 3D-Stile, die als Beilage dienen in den neuen festlichen Schachteln. WG leistet, was das Optische angeht, meiner Meinung nach immer wirklich hervorragende, beste Arbeit. Es muss einem nicht immer alles gefallen, aber ich denke, bei den meisten, so ziemlich bei allen Sachen, kann man anerkennen oder muss man anerkennen und eingestehen, dass WG wirklich sehr gute Arbeit leistet. Wir fangen an mit dem 3D-Stil für die Cobra Old Reliable, nennt er sich. Dieses Brushed Metal, Dark Oak Walnut oder wie auch immer man es nennen möchte. Cooler Look, nicht ganz mein Stil. Und es ist der Stil von Vinnie Jones, dem Hauptcharakter der diesjährigen Holiday Ops. Weiter geht's mit wahrscheinlich dem besten Skin überhaupt im Spiel. Also, da hat WG einfach auf so vielen Ebenen, in so vielerlei Hinsicht, so viel richtig gemacht. Also, damit haben sie den Vogel einfach abgeschossen. Wir sprechen gleich noch im Detail drüber. Wie geil ist das bitte? Himmelswache für den AE Phase 1. Trifft nicht ganz meinen Geschmack. So 50er, 60er Jahre sollte das sein, ne? Was schon eher meinen Geschmack trifft, Verfall für den E75. So stelle ich mir einen E75 vor, der in einem dystopischen, postapokalyptischen Setting irgendwie versucht zu überleben. Oder in einem Setting, in dem Menschen nur in Panzern überleben können. Haben sie sich wahrscheinlich dann so ausgerüstet. Verdammt geil, probieren wir gleich aus. Und natürlich hat WG auch an ihre treue Artikundschaft gedacht und bringe einen neuen 3D-Stil für den GW E100. Wir fahren die Tanks heute und ich bin gespannt, was uns erwartet. Ah, ich muss sagen, hier im Spiel sieht dieser Skin tatsächlich noch mal einiges geiler aus als auf der Website. Dieses gebürstete Aluminium, keine Ahnung, Metall, was auch immer, das sieht total geil aus. Denn die Waffen hinten dran, dieses edle Holz hier, irgendwie dunkle Walnuss oder sowas, sieht total cool aus. Es ist nicht mein Style, also ich würde mein Heim jetzt nicht so einrichten, aber ich denke, selbst wenn es einem nicht gefällt, muss man anerkennen, dass es sehr gut gemacht ist. Ne? Das WG Art Department, also die Leute, die da für das Optische zuständig sind, haben ja wirklich wieder beste Arbeit geleistet. Sehr, sehr cool. Zur Cobra an sich, ich glaube, müssen wir nicht mehr allzu viel, oder muss ich nicht mehr allzu viel sagen. Absolut ekelhafter, absolut toxischer Tank, kann mit der Hash, mit dem 4-Schuss-Autoloader innerhalb von 4,5 Sekunden 4x 490 Schaden verursachen. Also insgesamt 1960 Schaden. Also das Damage-Potenzial ist insane. Setzt natürlich voraus, dass man die Gegner auch trifft und durchschlägt. Ne, mit 210 Durchschlag hier auf der Hash nicht immer ganz so leicht. Aber man muss sich seine Ziele halt wirklich sehr gut aussuchen, ne, und den Panzer wirklich mit Bedacht spielen. Wenn man damit einfach nur Rambo-mäßig frontal reinkracht, dann würde es mit der Cobra schnell in die Hose gehen. Okay, unser Lightweight, der hat hier einen sehr aggressiven Spotting-Run gemacht, aber das ist gar nicht so verkehrt. Dann wissen wir, dass hinten Leo steht, dass der E5 darüber fährt und dass vielleicht der 121B Bock hat, hier gleich hochzukommen.
Ich werde mich jetzt für einen Moment erstmal nicht zeigen. Ne, ich warte, dass der 121B vielleicht hier oben steht und dass ich ihm vielleicht gleich in die Seite schießen kann. Gottes, oh mein Gott. Oh. Okay, versteht ihr? Ich glaube, jetzt versteht ihr, was ich meine. Junge, der Typ wurde in die Garage zurückgelötet. Instant. Das waren jetzt auch dicke Hyros teilweise. Zumindest der letzte, 540er Keyshot. Was zur Hölle? Nee, das war der erste, aber egal. Okay, ja, sehr fair. Und witzigerweise, alles, was der 121B hätte tun müssen, war die Front in meine Richtung zu drehen. Dann hätte ich ihn nämlich nicht mehr durchschlagen können mit der Hash. Beziehungsweise nur sehr unwahrscheinlich. Aber gut. Wird er bis zum nächsten Mal gelernt haben, bis ihn dann wieder eine Cobra mal gegenüberstehen wird. Ja, hier unten sieht es nicht gut aus, ne? Diese Flanke da unten zu halten ist sehr schwierig, weil die Gegner da einen enormen Höhenvorteil haben. Gleichermaßen möchte ich auch in der Mitte jetzt hier nicht rauspushen, aber irgendwie möchte ich mir schon einen Plan zurechtlegen. Okay, sein Plan war jetzt da runter zu jumpen. Oh, was? Das habe ich doch richtig gesehen, oder? Ah, wo steht ihr denn? Ganz oben, ganz hinten. Ah, schade, jetzt habe ich gerade geblindet auf die AT. E1 ist ein gefährlicher Gegner, aber gut. Ja, da kann ich gar nicht anders, ne? Aber gut, das ist eine Elite-AT, dem würde ich auch zutrauen, dass er sich tatsächlich bewegt nach den Schüssen. Deswegen, okay, gut. Jetzt voll nachgeladen zu sein, wäre natürlich der absolute Luxus. Ah, der E5 wird neugierig. Gut, Leute, dann schaut mal, dass ihr nicht alle Flanken aufgebt hier. Da drüben kommt nämlich der E5 hoch, meine Lieben. Und ich werde mal versuchen, unentdeckt hier nach links hoch zu flankieren. In der Hoffnung, dass der Leopard sich hier rechts hält. Genau, dann können wir den E5 nämlich gleich flankieren. Oh mein Gott, das könnte so gottlos werden. Jetzt pokere ich natürlich darauf, dass niemand hinter ihm steht. Und Abfahrt. Links antäuschen, rechts drum rumfahren. Holy shit, okay. Das war kurz und schmerzlos. Ich habe jetzt nur einen Schuss, zwei Schüsse durchschlagen, aber trotzdem. Den E5 komplett rausgenommen, der war ja voll HP. Gut mitgespielt von den Mates. Und ich glaube, das war ein guter Schachzug hier von uns. Nein. Ich werde mich jetzt hier wieder bedeckt halten, in der Hoffnung darauf, dass vielleicht der STB hier neugierig wird. Und diesen T10 pushen möchte. Okay, komm, vielleicht kann ich den T10 retten. Low Plate. Geht durch, super. Interessante Hitbox. Okay, schade, der eine hat nicht getroffen, aber dennoch drei haben durchschlagen. Gar kein Problem. So, jetzt kommt der STB mir hinterher und der weiß natürlich auch, dass ich nachlade. Der ist gar nicht blöd. Ziemlich smart tatsächlich. Was ich versuchen werde, ist, weil ich bin mir nicht sicher, ob ich da unten ob mir der Waffenträger helfen kann. Ich kann jetzt einfach mit ihm hier um diesen Felsen kreiseln, weil die Cobra ist tatsächlich so mobil, dass der STB seine Schwierigkeiten haben wird, mich hier einzufangen, glaube ich. Ja, voll. Sehr schön gemacht. Sehr nice. Okay. Das war eine Runde, die die Cobra sehr gut repräsentiert hat. Sehr gut dargestellt hat. Genauso ekelhaft funktioniert dieser Panzer. Es ist Cobra in a nutshell hier, was wir gerade gesehen haben. Lala, Morgenstern erscheine. Ich weiß nicht, warum ich diesen Ohrwurm jetzt habe, aber irgendwie passt er verdammt gut zu diesem Tank. Ja, also für meinen Geschmack vielleicht schon etwas übertrieben oder definitiv übertrieben. Diese verbreiterten Ketten, das ist ja irgendwie, darauf fährt WG ja total ab. Hat ja irgendwie jedes Battle Pass Fahrzeug mittlerweile. Dann dieses Heatgitter hier am Turm. Gut, ja. Für mich ein bisschen zu viel, aber trotzdem, es ist halt ein E75, ne? Und irgendwie egal, was du mit dem E75 machst, egal was WG da anbietet oder wie auch immer, Leute werden es immer kaufen, einfach allein, weil es der E75 ist, der Gerät auf Stufe 9, einfach der Boss, ja? Und deswegen, ja, denke ich, geht das schon ganz in Ordnung. Und ich denke, vielleicht feiern Leute auch diesen enormen Mad Max übertriebenen Stil, weiß ich nicht. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Ah ja, hier haben wir gleich noch einen anderen E75 am Start. Der hat aber noch die Stockgun, wenn ich das richtig sehe. Ja, der hat noch eine 10-5er drauf, noch keine 12-8er. Okay, wir sind hier auf Overlord unterwegs. Ehrlich zu sein, nicht meine Lieblingskarte, ganz im Gegenteil.
Und wir haben da ein paar sehr gefährliche Gegner uns gegenüber. Gut, das ging gerade noch so. Luke, nee, nicht ganz. Er seilt sich ab, okay, gut. Ich muss vorsichtig sein hier vor der Arti, eine M40, die tut ordentlich weh und vor allem wird sie sich auch die langsamen Ziele aussuchen. Mein Problem mit Overlord, mit dieser Karte, ist, dass man nirgendwo wirklich pushen kann, ne? Und aber auch nicht wirklich viel rotieren kann, ne? Mit so einem Heavy. Also mit Medium, denke ich, geht das noch einigermaßen klar, gerade auch mit einem Light, da hat man viele Möglichkeiten. Mit einem Heavy kannst du runter zum Beach fahren, dann bist du da quasi für die Gesamtheit des Gefechtes gebunden. Oder man versucht halt hier irgendwie rumzueiern, aber man kann ja jetzt nicht mal kurz da runterfahren, dann wieder hier hoch oder dann da hoch oder ganz rüber. Ist zum einen das Terrain einfach zu steil und zum anderen halt auch irgendwie zu offen. Ja. Na gut, okay. Ich warte mal ab, ups, und bin mal gespannt, ob sich hier irgendwas tun wird. Nee, es tut sich absolut gar nichts. Aber ich merke dann immer wieder, dass so ein bisschen Übung in Geduld tatsächlich ganz gut tun kann. Und dann meist auch in einem besseren Ergebnis endet. Alles klar. Okay, da hat er meine... Ja, da durch diese Munitionsbox durchgeschossen, hat er gut gemacht. Er hat zwar eine T7-Wanne, aber einen dicken Turm hat er und vor allem auch eine dicke Kanone, dieser Kollege da im BZ. Und deswegen gar nicht so leicht, ihn da zu beschädigen in der Position. Hm. Ha, 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 ha. Jetzt verlieren unsere Leute da unten am Beach die Stellung. Ja. Ha. Ich würde jetzt am liebsten dahin fahren, hinter diesen Bunker und da den Beach pushen ein bisschen mit... Oder ein bisschen aufhalten, aber das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Auch weil ich denke, dann dieser BZ hier irgendwie daraus Kapital schlagen wird. Weil er kann sich ja dann hier oben breit machen, ne? Dann hat er ja irgendwie gar kein Kontra mehr. Okay, gut. So hätte irgendwie das... Ach so, man kann da einfach durchschießen. Gut, wusste ich nicht. Ich dachte, dieses Geschütz wäre irgendwie fix vielleicht. Guter Schuss von der Art, ich bin direkt reingefahren. Ui, Aussicht auf den ersten Schaden in dieser Runde und BÄM! Okay, vielleicht dann doch nicht. Ah, und eine Cobra unspotted von rechts. Mit Standard-Heat. Alles klar, Cobra. Alles klar. Gut. Ja, das sieht jetzt wirklich einfach nur kacke aus, ne? Unsere Leute da drüben pushen nicht ganz, aber Beach ist auch noch da. Hm, ich habe noch gar nichts gemacht hier und habe auch nicht wirklich groß Aussicht auf Damage oder auf irgendeinen guten Schachzug hier. Kann sein, dass die Cobra gleich wieder schießen wird, aber ich... Geh das Risiko mal ein. Okay, Bounce an der Turmseite. Der Skorpion schießt mir hier durch den Turm durch mit ABCR. Und die Arti setzt nochmal das Sahnehäubchen drauf. Hier drüben kann man gar nicht pushen, ne, weil die Leute da einen von oben sozusagen beschießen. Dann in Verlängerung hinten die TDs, die mit drauf schießen können und so weiter. Also, schwierig. Ich hätte eher gedacht, dass unsere Mediums vielleicht da drüben pushen wollen. Aber ich frage mich auch, warum wir drei Mediums da hinten in der Basis stehen haben. Also... Ich verstehe so manches nicht in dieser Runde hier. Jetzt komm, ein Schussschaden. Yeah! Der Ehrenschuss. So, Arti hat noch nicht geschossen. Die wartet wahrscheinlich darauf, dass ich mich jetzt nochmal zeige hier, ne? Naja, du. Du Bengel. Schar wird mich wahrscheinlich gleich von hinten holen. Da ist die Cobra. Hallo. Sehr schön. Skorpion G versucht's wieder. Ist an meiner Turmseite geklingelt. Da kommt die Arti geflogen. Knapp drüber. Glück gehabt. Und ich glaube, der Schar... Nee, okay, er möchte erstmal runter zum Beach schießen. Dann rede ich da gerne nochmal ein Wörtchen mit. Sehr schön, jetzt ist er One-Shot. Jetzt wird er vielleicht etwas passiver spielen und nicht versuchen, hier rein zu jodeln. Okay, aber die Leute da oben könnten mir auch sehr gut aufgepasst von Arnie hinter mir. So, und die Cobra hat jetzt... Cobra hat Bock. Genau das, was ich gerade über die Cobra gesagt habe. Es kann auch ganz schnell ganz anders laufen. Wenn man nicht nachdenkt. Eieiei, okay, da hat er sich ein bisschen übernommen, der Herr. Du siehst nicht meine Loreplate. Krieg ich ihn, krieg ich ihn, krieg ich ihn. Ja, sehr geil. Okay, wichtiger Kill. Diese Runde zeigt wieder, ne? Egal wie bekloppt und beschissen so ein Anfang einer Runde laufen kann, nicht Sand in den Kopf stecken. Kopf in den Sand. Ja gut, macht beides irgendwie keinen Sinn. Oder doch. Nee, immer dranbleiben und versuchen halt das bestmögliche Ergebnis trotzdem noch rauszuholen. Sehr gut. Noch ein Key gemacht. Sehr geil. So, T103 und der
der Chimera da oben werden auch zunehmend offensiver. Aber jetzt haben wir Standard B, der den in die Seite schießt. Das ist sehr geil. Jawohl. Standard B, aber der macht keinen Kack. Okay, er hat den eingeholt. Der Chimera versucht jetzt auch noch mit reinzupushen. Aber ich kann ihm beim besten Willen jetzt gar nicht helfen. Ich lade mal eine HE und vielleicht habe ich Glück und kriege den Skorpion hier rein. Mit ihm habe ich ja auch noch ein Hühnchen zu rupfen. Ja, ja, ja. Komm, du möchtest es. Du willst es doch auch. Oh mein Gott. Ja, das ist dann wieder... Da lass mich auch 10-mal vom Skorpion beschießen. Wenn ich ihn am 719 mit HE in seine Fresse drücken kann, dann ist das alles... Dann hat sich das alles gelohnt. Dann war es das alles wert. Und jetzt habe ich mit 178 HP tatsächlich noch 2900 Schaden gemacht. Und ich lebe immer noch. Sehr geil. Okay. Und das Match... Naja, ist jetzt nicht gerade auf Messers Schneider, aber es ist auf jeden Fall noch nicht entschieden, ne? Guter Schuss, GW. Nice one. Ganz außen haben wir einen Skorpion G, der eigentlich einfach durchgehen könnte, um die Arti zu killen. Das wäre mir nämlich ganz angenehm. Wäre mir ganz lieb. So, Chimera könnte da oben im Gebüsch lauern. Tut er tatsächlich auch. Aber ich war vorbereitet. Sehr gut. So, Arti steht an 0. Jetzt Kare bitte schnell hinter das Haus hier. Okay. Arti hat nicht auf mich geschossen. Hat auf den für 16er versucht zu wirken, aber für 16er trotzdem überlebt. Sehr schön. Und ich könnte jetzt versuchen, da auf die Arti zu geiern, aber ich nehme mal an, dass unser Skorpion da den Kill holen wird. Sehr gut, ich versuche lieber hier den BZ oder den SH nochmal reinzubekommen. Yep, 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 yep. Hat mich nicht gespottet, dreht sich jetzt nach dem Pershing um. Okay, gut. BZ macht einen guten Move hier, ne? Er weiß natürlich, dass hier oben jetzt 3-4 Leute ankommen. Und deswegen versucht er sich in eine Richtung, eine sichere Richtung zu flüchten, was jetzt hier in diesem Moment tatsächlich der Beach ist. Das ist die beste Option für ihn. Und er wird auch gleich versuchen, nach links, links abzudrehen, um halt safe zu sein. Deswegen kurz einzielen. Ja, gut, haben wir doch noch ein bisschen mehr Zeit. Ihm noch schön einen Schuss mitgeben und gleich weiter Richtung SH. Und der Pershing nimmt ihn raus. Sehr geil! Also Leute, hier, mein ganzes Gefecht quasi, meinen ganzen Schaden mit 178 HP hier bestritten. Deswegen, falls es mal zu Beginn nicht läuft, versucht euch innerlich irgendwie wieder zu fokussieren, ja. Resettet euch mental, ich weiß, das ist nicht immer einfach. Ich denke mir dann auch so, nee, komm, dann leck mich doch. Kein Bock auf die Runde. Aber ihr seht, wie das halt auch enden kann. Okay, der Scorp hat dem SH gedrückt. Mein Kill, mein Kill, mein Kill. Wunderbar. Und noch die 4K und die 5 Kills voll gemacht. Sehr geil. Ja, ist halt ein E75, ne? Ihr wisst, was jetzt kommt. Die Mütze ist schon ein bisschen älter und die hat mir tatsächlich vor etlichen Jahren mal ein Zuschauer gebaut. Mit einer Batteriebox, hier so einem Regler dran und einem kleinen Elektromotor. Ihr wisst, was das heißt. Ich setze die auf. Schalte sie an und es geht tatsächlich los. Okay, wir gehen rein mit dem GWE. Hasst mich nicht. Ich weiß, dass ihr alle genauso gern Arti spielt wie ich. Da gibt es keine Ausreden und da muss es auch gar keine Ausreden für geben. Das ist völlig legitim. Ich weiß nicht, warum mich dieser Stil an solche skandinavischen Sonderkommandos, solche Navy Seals quasi erinnert. Ich weiß nicht, ob es diese Teile sind, die da an der Seite runterhängen, ob es einfach die Farbgebung ist, was auch immer. Er sieht auf jeden Fall total geil aus. Okay, Badget, ziehst du durch? Oh, falls er durchzieht, ziehe ich auch durch. Also, mit meinem Linksklick meine ich damit. Oh, das war ein direkter Treffer. Okay, schnell in Deckung, da ist er. Ist gestunt, wird mich deswegen nicht spotten, Glück gehabt. Obwohl, er ist auch ein Stückchen weiter weg. Ah, und ich werde direkt gekontert. Okay, die Badget-Arti, die hat Bock, ja, deswegen immer nach dem Schuss verlegen. Aber ich glaube, das muss ich ja keinem mehr erzählen. Ihr seid ja alle Arti-Profis, richtig? Right, right. Okay, ich weiß tatsächlich nicht, wo ich hier am besten stehen soll. Hier so wahrscheinlich, oder? Oh ja, ach, das ist immer so eklig. Das ist eine Sache, warum ich Kloster ziemlich häufig mal auf der Bannliste habe oder in der Bannrotation habe, weil ich dieses Gecamper an den Ecken nicht ausstehen kann. Ne? Gerade wenn du 2 oder sogar 3 Artis pro Team hast, ist absolut ekelhaft da zu spielen. Ne? Aber gut. Ja, die Gegner kann ich da komplett malträtieren und es ist so ein bisschen davon abhängig, was die Gegner jetzt in die Mitte zeigen. Ne? Also ich bleibe jetzt erstmal vorsichtig hier stehen. Könnte aber natürlich auch gut sein, dass jeden Moment vielleicht da oder da einer rausguckt und ich deswegen dann irgendwie Probleme bekommen könnte. Aber gut, der Progetto hat noch nicht gelernt. Na gut, der hat ja auch gerade noch nichts kassiert. Ich werde aber gleich nochmal hier einen reinhauen. So, Progetto. Da kommt die Badget. Da guckt die Badget und da ist auch der E50M in der Mitte.
Ich muss vorsichtig sein und ich bin mir nicht sicher, ob ich wie und ob ich jetzt hier wegkomme. Boah, der E50M ist super gefährlich. Er kann, glaube ich, auch in meine Richtung schauen hier, ne? Ich werfe mal den Baum um. Gut, als ob das jetzt viel Unterschied macht. Ich versuche euch zu helfen hier. Okay, da komme ich gar nicht ran. Hier könnte ich rankommen. Da müssen sich unsere Jungs allerdings ein Stückchen weiter rausziehen. So, ich warte, bis der Poggetto oder der Jagdpanzer auch noch aufrücken. Und ich dann hier gleich alle zwei oder drei mit einmal treffen kann. Poggetto, komm. Und rein hier. Oh, gut, der KPZ hat den Schuss für alle getankt, aber Schaden ist Schaden. Immerhin. Okay, und somit haben wir die Einzellinie jetzt komplett verloren. Das ging wirklich fix. Ich versuche mich mal, falls die Zeit das noch hergibt, nach drüben rauszuziehen. Ich muss Richtung A8 in die Ecke kommen. Der Chieftain ist verdammt schnell hinter mir. Und auch der... der Poggetto ist raus. Okay, sehr gut. Vor dem hatte ich jetzt am meisten Sorge. Nice. Ich muss zugeben, ich klicke hin und wieder mal sehr gerne, aber ich bin kein besonders guter Artispieler. Ich kann vielleicht über einen Kilometer mal einen Schuss ganz gut vorhalten auf irgendein bewegtes Ziel. Aber jetzt zu wissen, wo ich immer zu stehen habe oder wo ich im besten Fall stehe, immer preempt sein, zu ahnen, wo der Gegner aufgehen wird und so weiter, das fällt mir tatsächlich ziemlich schwer, beziehungsweise da fehlt mir auch einfach die Erfahrung mit dieser Klasse. Jetzt habe ich es gerade so hier hinten in Deckung geschafft und jetzt stehen wir hier tatsächlich zu dritt in der Ecke. Ja, zu viert sogar, der Patton kommt auch noch mit dazu. Okay, gut. Das ist natürlich jetzt ein bisschen dämlich. Sehr schön. Ist das bekloppt. Okay, sehr schön. Kill ist Kill, wunderbar. Ich lade 20 Sekunden. Ich werde jetzt auch auf der Stun-Munition bleiben. Also, ihr kennt meine Arti-Spiränzchen vielleicht. Gibt es auch auf der Propellermütze ein echt ekelhaftes Arti-Video mit dem GWE. Ich versuche dran zu denken, es euch zu verlinken. Ich lade gerne AP-Munition, aber ich glaube, jetzt ist tatsächlich die AP-Munition weniger sinnvoll, weil ich möchte ja auch die Gegner so ein bisschen in ihrem Vorrücken hier aufhalten oder verlangsamen. Sprich, der Stun ist dann tatsächlich ziemlich sinnvoll. Das war ein direkter Treffer übrigens. Und vielleicht sollten wir den Leo da oder die Unterstützung des Leo etwas priorisieren, weil falls der stirbt, dann haben wir hier ein komplettes Problem. Gut, wir haben den STB im Süden noch, aber so wirklich geil ist es dann nicht. Dann können die Gegner uns zum Beispiel darum flankieren. Habt ihr Leo gut gemacht. FV. Well, Arsch hoch. Jetzt gehe ich aber gleich auf. Das kann ich jetzt nicht machen. Entschuldige. Oh, hinter uns. Warum killt der Leo den nicht? Okay, sehr gut. Bekommen sie hin. Wunderbar. Patton hinter dir, ne? Da fährt gerade einer durch. So. Also ich nehme an, dass der FV den machen wird. Ja, den nicht gemacht. Boah, das ist kacke. Ich weiß nicht, wo der 57er ist, sonst würde ich jetzt auf den KPZ pieken. Also hier um die Ecke fahren, aber kann ja gut sein, dass der 57er dahinter lauert. Nee, oh, okay, der STB ist in die Mitte gefahren. Oh, bitte sagt mir, dass ihr diesen KPZ irgendwie rausbekommt. Da ist der 57. Jawohl, einzielen. Ich glaube, er zielt auch in meine Richtung, ne? Nicht lange aim, einfach drauf. Direkter Treffer, sehr schön. Boah, der KPZ hält wirklich gut gegen. Krass. Unser Patton jetzt vielleicht mit einer HE. Oh, wow. Oh, das gibt's nicht. FV, bitte sag mir, dass du gleich wieder nachgeladen bist. Um das hier zu klären mit dem Kollegen. Auf jeden Fall sollte er jetzt den nächsten Schuss für mich tanken, weil ich kann keinen Schuss einstecken. Er hingegen schon. Genau, fang den und dann kill ihn. KPZ hat ein HE geladen. Überraschung! Nein! Ich komme nicht ran, das gibt's doch nicht. Okay, aber der KPZ ist nur ein bisschen abgelenkt. Jetzt ein drehbarer Turm, wa? A la Badget Adi, das wär's doch. Ja, und ich will ihn eigentlich gar nicht beschießen hier. Ich setze ihn einfach nur unter Druck. Boah, und die Leute johlen jetzt beide in den 57er rein. Jungs, seid ihr euch da wirklich sicher? Der Leo kommt, sehr gut. Ich hab verkackt. Leo hat auch verkackt. Nein! Leo, du stehst hinter ihm, hast doch einen klaren Shot auf seinen Hintern. Oh nee, wie können wir das so hart verkacken? Das darf doch nicht wahr sein.
STB, ich denke, der 57er ist gleich wieder nachgeladen. Oh, das war kein gutes Teamplay hier. Überhaupt nicht. Warum kann der KPZ hier einmal durchjodeln, in den voller Pipetten rein, in den FV rein und mich rein und das Ganze immer noch überleben? Absolut Wahnsinn. Ja, und ich glaube auch, dass die sich zum Schluss gesplittet haben, war totaler Quatsch. Okay, aber der Leo? Ne, gut. Versucht's, aber jetzt ist es definitiv vorbei. Außer der 57er lädt gerade nach, aus unerklärlichen Gründen. Eins und zwei. Ja. Also das war nicht immer so GG vom Gegnerteam, um das... Ja, also das halte ich jetzt einfach mal ganz rational fest. Das haben die nicht mal gut gespielt. Die sind ja auch gestorben und dann reingejodelt hier und völlig unkontrolliert und unkoordiniert. Aber unser Team hat es tatsächlich nicht geschafft, das zu verteidigen. Ja, um nochmal ganz kurz hier auf diesen 3D-Deal zu sprechen zu kommen. Ich finde ihn cool. Ist dezent, passt irgendwie zu dem Panzer und erinnert mich an irgendwelche skandinavischen Sondereinsatzkräfte. So viel dazu. Okay, und last but definitiv not least, dieser Hot Rod EBR. Lass uns ganz sachlich drüber sprechen, okay? Lass uns ganz rational bleiben und einfach versuchen zu verstehen, was WG damit geschaffen hat. Also darüber, dass die EBRs so in der Form nicht ins Spiel gehören, auch in ihrer genürften Variante, brauchen wir, glaube ich, gar nicht sprechen, brauchen wir gar nicht drüber streiten. Die Fahrzeuge sind auch fernab jeglicher Realität. Und ich glaube, WG weiß das und bestätigt das zu einem Stück weit auch, indem sie halt so einen Hot Rod Skin dafür rausbringen. Ich finde es toll, dass WG Humor zeigt, ja, dass sie bereit sind, sich selber so ein Stück weit auf den Arm zu nehmen und halt ja damit einfach keinen Stock in der Hose haben. Na, sie machen halt das Beste drauf, sie embracen es. Ich weiß gar nicht, wie man embracen übersetzt, aber sinngemäß quasi, sie machen einfach das Beste draus. Ne? Ich kann jetzt nicht da viel dazu sagen. Ich bin kein großer Hot Rod Fan oder kenne mich da auch technisch nicht großartig aus. Es sieht auf jeden Fall verdammt geil mit diesen beiden Hinterreifen aus. Dann vorne diese Straßenreifen, fetter V8 mit 8 Auspüffen, ja ganz genau. Hier vorne nochmal extra Auspüffe irgendwie dran oder so Flammenwerfer. Soll auch einen extra Motorsound haben, soweit ich gesehen habe. Und soll auch spezielle Flammen oder so oder Flammeffekte schießen können. Also ja, egal aus welcher Hinsicht man es betrachtet, ich denke, damit hat WG einfach den Nagel direkt auf den Kopf getroffen. Abfahrt! Ah ja, natürlich, das gerickte CC-Matchmaking. Ah, jetzt kann ich ja... Oh, okay, damit hatte ich noch nicht gerechnet, darauf war ich nicht vorbereitet, aber klang das einigermaßen authentisch? Fetter V8, der hier einfach mal den Motor mal aufheulen lässt zu Beginn der Runde. Geil. Was ich sagen wollte, jetzt muss ich ja tatsächlich einigermaßen ernst spielen und kann mir keine Scheiße hier erlauben. Denn es ist ja eine Karte, auf der so ein Light jetzt nicht gerade von geringer Bedeutung ist. Ich habe den Motorsound für euch mal ein bisschen lauter gestellt. Oh, okay. Ich weiß nicht, ob sich so ein V8 wirklich so anhört, aber... Okay. Wie geil ist das denn? 1-2-Linie überlasse ich gerne dem Manticore. Was ich mache, auf Proko mit dem Light ist hier lang zu fahren. Ja, also natürlich hat 1-2er Prio, aber ich sehe, dass wir Manticore haben und der fährt auch dahin. Deswegen fahre ich direkt hier rüber. So, ich fahre sehr gerne hier lang, um die Leute, die dahinter fahren, direkt zu spotten und auch um direkt erste Schüsse abzugeben. Da ist noch ein Leo oben am Hügel, sehr schön. Schön die Doppelbüsche nutzen. Das ist schon ziemlich geil, muss ich sagen. Das hat WG schon echt cool gemacht. Ja, tut mir ein bisschen leid, der Conqueror, ne? Ich meine, was hätte er da jetzt groß anders machen können? Gar nicht so viel, ne? Da hinten ist noch eine scharfe Tour, der sollte mich nicht gesehen haben. Okay, Glück für den Conk, dass ich den nicht getroffen habe. Alright. Ah, ich glaube, dass... Der Skin simuliert auch so ein bisschen, oder der... Sein Schalten wird auch simuliert, ne? Habe ich den Eindruck. Ein Stück weit zumindest. Ja, Mann. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich finde es einfach geil gemacht. Ne, es sieht klasse aus, auch wenn man jetzt nicht ein Autofan ist oder irgendwas. Kann man... Glaube ich, muss man und sollte man anerkennen, dass es einfach cool gemacht ist. Seitdem hat eine coole Idee und hat es verdammt gut umgesetzt. Ne, darum geht's mir. Als jemand, der selber aus so der Kreativbranche kommt, weiß ich, wie viel die Idee wert ist und wie viel... eine richtig gute Umsetzung dazu noch wert ist.
Ja, und das sollte man auf jeden Fall schätzen. Versuchen zu schätzen, zumindest. Okay. PDA hier oben. Ich wende mal meinen Panzer und fahre mal rückwärts hier hoch, weil wer weiß, was mich hier oben noch erwarten könnte. Ja, ich denke mal, der PTA wird mich nur Proxy spotten können. Ich sehe auch gerade, dass unser Manticore auf der 1er Linie absolut aufdreht. Macht er gut, der Kollege. Den würde ich gleich probieren. Da ist auch nicht viel los. Ich meine, solange der Manticore da drüben gut spottet, muss ich auch hier nicht wirklich groß Druck ausüben. Ist alles entspannt. Ich spotte die Gegner am Hügel, die hier groß die hier offensiv spielen möchten. Na, geprallt auch hinter mir. Der Junge hat getroffen. Sehr gut. Okay, das sieht mir nach einer sehr einseitigen Runde aus. Ach, beide gegnerischen Lights sind schon tot. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Der TN-100 ist auch schon raus. Okay, na, das ist natürlich super finster. Da hinten der Schar, der 60 dB ganz hinten noch. Come on, Leute. Dann machen wir mal EBR-Sachen hier, oder? Zack. Abfahrt. Ah, die Runde ist ja längst vorbei. Wow. Na dann. Let's go. Hättest du damit mal gerechnet, E1, als du dir World of Tanks installiert hast, dass sich so ein Hot Rod Auto einfach nur kreiselt und dir dabei aus 100 km/h Schellen drückt? Ich werde nicht, ne? Aua! Wo kommt der denn her? Okay, jetzt bin ich tatsächlich schon One-Shot, jetzt muss ich mich ein bisschen bedeckt halten. Die 90 da drüben hat hoffentlich andere Sorgen, als hier auf mich zu schießen. Kette getroffen, schade. Sehr gut. So Leute, einmal bitte den Stritzwaren bearbeiten da hinten. Danke. Oh, ho, ho, ho. Er sollte mich nicht mehr sehen. Also mit dem V8-Sound bin ich mir nicht ganz sicher, ob das so... Treten V8 so weit so hoch? Also kann er so hochtourig fahren? Ist aber egal, es klingt total geil. So. Hallo? Yeah. Panzerspiel. Strategie, Taktik basiert. Panzerspiel. Ganz genau. Okay, also in der Luft klingt ja so nochmal... Geht aber richtig geil. Ich spring mal. Achtung. Jetzt ging der Motor für einen kurzen Moment aus, hatte ich den Eindruck. Aber gut. Oh, Glück gehabt, der kann nicht zielen. Boah, und er wird instant gelöscht. Aua. Hat der Leo mich im Blick? Hat mich noch nicht im Blick, ne? Na dann. Okay, das war so eine einseitige Runde. Gegner tut mir schon ein bisschen leid. Hat er gut gemacht, hat er gut gemacht, der Halal-Player. Er denkt sich jetzt wahrscheinlich, oh, sieht das geil aus. Selbst das zerstörte Modell sieht geil aus, mit diesen Chromfelgen und so. Okay, richtig geil. Der Leo muss sich wahrscheinlich... Es ist, ihr müsst euch vorstellen, ne, ich spiele das gerade oder nehme das einen Tag vorher auf. Die Boxen sind noch nicht im Spiel. Niemand hat diese Skins außer auf der Website gesehen. Und deswegen gucken die Leute wahrscheinlich auch gerade einfach nur dämlich. Junge, was ist das für ein Auto? Was hat er hier zu suchen? Okay, absolut geil. Ich bin Fan davon, also... Nicht vom EBR, doch auch, aber der Tank ist und bleibt sinnfrei in diesem Spiel. Aber der Skin. Gute Idee gehabt, verdammt geil umgesetzt und ich denke, der wird auch gut Anklang finden. Okay, ja, das war gar keine so schlechte Runde, obwohl ich die ganze Zeit noch durch die Gegend gejodelt bin, aber zeigt halt auch wieder, wie essentiell es ist, dass die Lights gut mitspielen. Und unser Kollege da im Manticore hat die 1-2-Linie auch gut gespottet, hat 8000 Aufklärungsschaden. Also das war ziemlich easy. Alright, Leute. In dem Sinne, so ist es gewesen sein mit dem ersten Türchen. Lasst mich gern wissen, was ihr von den neuen 3D-Stilen haltet. Den Face habe ich noch nicht gespielt, aber den finde ich etwas langweilig. Lasst mich gern wissen, welcher davon euer Favorit ist, über welchen ihr euch am meisten freut und was ihr vielleicht verändern würdet. In dem Sinne, vielen Dank fürs dabei sein, vielen Dank fürs Zuschauen. Am 3.12. nicht vergessen, seid mit dabei live auf Twitch am Abend. Und wir sehen uns morgen zum nächsten Türchen. Bis dahin. Peace.